Hallo und herzlich willkommen, liebe Playdies und Gameboys oder so. Und ja, was? Willkommen zu einem Mini-Short-Let's Play zusammen mit Marc. Hallo. Hallo. Wattenfall, nee, Wattenmeer war das immer, was wir in den Testaufnahmen. Wattenfall ist aber auch nicht schlecht. Das hätte zu Phoenix gut gepasst. Boah, Wattenfall. Ja, stimmt. Apropos, das ist morgen wieder dran. Uiuiui. Jo, ich stell hier schon mal was ein. Ich kenn dich gar nicht mehr. Was? Du kennst mich nicht mehr? Ich weiß nicht, es ist so lange her. Die Stimme kommt mir entfernt bekannt vor, aber... Entfernt kommt sie dir vor. Und bekannt. Entfernt und bekannt, tatsächlich. Wow. Vielleicht sind wir ja entfernt verwandt. Nein, wir sind nur entfernt bekannt. Gott sei Dank. Ja, so halb bekannt sind wir ja vielleicht schon. Dann sag doch mal, was wir spielen heute. Was spielen wir denn heute? Wir spielen heute Hugo 2, weil Hugo 1 hab ich schon. Ach, ein Stück Kindheit. Hä? Ein Stück Kindheit. Ein Stück Kindheit. Ja, weißt du, warum ich Hugo 2 haben wollte? Nee. Weil Hugo 1 war überhaupt kein Hugo-Spiel. Ja, das war ja... Ach, Hugo 2 ist anders? Naja, nee, das ist das andere, anders als das erste Hugo-Spiel, weil das erste Hugo-Spiel war eigentlich bloß ein Resprite oder sowas von irgendeinem Bugs Bunny's Crazy Castle, hieß das. Ja, genau. Genau, das kenne ich nämlich. Was es auch als Mickey-Maus-Spiel gab. Und ich glaube auch noch irgendeine andere Disney-Figur. Woody Woodpecker. Ja, das wäre möglich. Na, jedenfalls, Disney, Entschuldigung, aber ja. Ja, Woody Woodpecker, Disney natürlich, genau. Ja, so war das nämlich. Ach übrigens, ich wollte das ja noch erklären für alle, die jetzt überhaupt nichts damit anfangen können. Hugo war eine TV-Serie auf Kabel 1 damals. Vor, oh Gott, das war in den 90ern, oder? Ja, da war ich 5, 6, 7. Das muss, dann war das wahrscheinlich schon in den 70ern so. Natürlich. Ein interaktives Telespiel. Es war ein interaktives Telespiel und ich frag mich heute, wo ich weiß, wie das Ganze mit Latenzen und sowas funktioniert. Oh, apropos Latenzen. Es hat ja nicht funktioniert, das war ja der Punkt. Ach so, deswegen haben sie es abgesetzt. Wahrscheinlich. Keine Ahnung, da haben doch ab und zu auch mal welche gewonnen, oder? Na, auf jeden Fall, das war ein Spiel, da hat man im Fernsehen irgendwie was gesehen, da durfte man anrufen. Man hat die Hexe Morgana angerufen. Hieß die Morgana? Ich glaube schon. Ich glaube, die hieß Hexana, oder? Hexana! Morgana war von Darkwing Duck. Richtig! Oh mein Gott, die ganzen alten Kindheitserinnerungen kommen wieder. So, eigentlich würde ich ja jetzt gern mit dem Spiel anfangen, aber es ist gerade tatsächlich sehr nostalgisch hier und nicht, dass wir rauskommen aus dem ganzen Gequatsche. Jedenfalls, kannst du mal bitte die Pfeiltaste nach unten drücken? Oh, dazu muss ich erstmal meine Tastatur holen. Oh! Es funktioniert! Und in welcher Geschwindigkeit meinst du, funktioniert's? So wie es früher beim Telespiel war. Wollen wir? Pass auf, wir ändern den Schwierigkeitsgrad und dann machen wir ein Telespiel draus und ich zock kein bisschen. Dann, warte mal, dann müssen wir das aber so machen. Ich mach die Eingabe, aber du musst sagen, welche. Oh, nö, das geht zu, also das ist, glaube ich, zu langsam. Ich weiß nicht mehr, es war, glaube ich, am Anfang so, dass man tatsächlich da angerufen hat und sagen musste, links oder rechts, aber irgendwann konnte man, glaube ich, sogar übers Telefon steuern. Ja, über die Tonwahltasten, also genau. Ich weiß, das mit den Tonwahltasten, das kenne ich auch noch, das mit dem Sagen, nein, das... Oder verwechsel ich das jetzt mit irgendeiner anderen Spielshow wieder? Ich weiß es nicht, aber ich kenne das mit den Telefonnummern. Ja, ich glaube, du hast recht. Okay, aber wie gesagt, wir stellen mal lieber den Schwierigkeitsgrad ein bisschen um. Wollen wir es für dich auf leicht oder mittel? Mach mal lieber leicht für den Anfang. Okay, wir versuchen es wenigstens einmal. Wenn wir Game Over gehen, dann würde ich ja zum normalen Plan zurückkehren und dann würde ich es einfach auf schwer durchspielen. Okay. Gut, dann würde ich sagen, also du hast die Pfeiltasten das, was Pfeiltasten so machen. Enter ist die Starttaste, das heißt, damit würdest du das Spiel starten und dann mit der Leertaste machst du einen auf A. Okay. Andere Tasten wirst du wohl nicht brauchen. Ich glaube nicht, dass man B braucht.
Na, jetzt bin ich echt gespannt. Jetzt bin ich mal der Zuschauer. Das war gar nicht so geplant, aber es ist schön, wenn man, es ist schön, wenn man über TeamViewer kommuniziert und nicht über Skype. Ja, ich habe vorhin schon die ganzen Pornos ausgegraben. Ja, ja, du hast auch meine wichtigsten Dateien verschoben. Ich habe den Desktop ein bisschen aufgeräumt. Ja, auf einer davon stand nicht löschen. Die hat mich am meisten interessiert. Okay, also, dann fangen wir mal an. Ja, jetzt bin ich echt gespannt. Spiel ab, Spielmeister. Hahaha, du entkommst mir nicht. Waldlevel, versuche mindestens 17 Goldsäcke einzusammeln. Na denn los. Weißt du, wie man die einsammelt? Ich werde es gleich sehen. Ah, ich glaube, du musst dann springen. Also Leertaste springen. Ah, okay. Ey, oh, das Gott. Klappt sogar. Ja, aber mit was für einer Verzögerung? Ja, da musst du die mit einkalkulieren. Jetzt funktioniert's nicht. Ja, so war das früher, wenn man da angerufen hat. Oh, gut. Nein! Manchmal reagiert er gar nicht. Oh, nochmal. Vielleicht liegt das ja an der Internetverbindung. Oh, vielleicht musst du es halten. Ah, das könnte sein. Ich versuch's mal mit halten. Yeah! Ja. Ah. Oh. Hört man das, wie ich da drücken? Oh, ja! Aber das gut, war mein Glück gerade als. Oh. Das ist okay. Echt diabolisch, das ist so eine Sekunde Verzögerung. Aber okay, auch nicht konstant eine Sekunde, so dass man sich darauf einstellen könnte. Oh, verdammt. Also, okay, ich gehe mal davon aus, dass es. Wir finden vielleicht irgendwann nochmal eine Möglichkeit, wie wir das tatsächlich ohne große Verzögerung übertragen können. Aber ich glaube, jetzt ist eher schlecht. Deswegen würde ich sagen. Ja, genau, also es war mal eine schöne Erfahrung. Schade, dass es noch nicht so geklappt hat. Ach ja, ich würde dich dann bitten, wenn ich spiele, du bist ja in TeamViewer, du kannst ja wirklich Sachen machen, theoretisch. Bitte tu es nicht! Ich mach mal meine Maus aus. Mach mal deine Maus aus. Mach mal deine Maus aus, Klaus. Wollen wir schon nachher, wenn ich die Maus wieder anmachen kann? Ah, oh, du Maus, du geile Maus. Du Zuckermaus. Okay, hahaha, du entkommst mir nicht, Snowboard-Level. Diesmal sind wir aber bei... Ach, das ist random. Ja, das ist random. Das ist Randall. Random Escort ist das. Hieß der nicht Wendell? Wendell, ja genau, Randall Treppe hieß der. Das ist ja wirklich wie früher. Das ist echt so. Ja, aber dass du hier, keine Tonballtasten hast. Aber die Verzögerung war, wie gesagt, ähnlich. Ja, das war irgendwie so... Wie war denn das? Es war irgendwie so aufgemacht, als würde die Hexe Hugo gefangen halten und man musste anrufen und durfte dann eins von diesen Minispielen spielen. Oh, da hättest du auf jeden Fall verhauen, glaube ich. Und wenn man gewinnt, kriegt man irgendwie Geld oder so. Konnte man Geld gewinnen. So 50 Mark oder so. Oder man hat dann dieses Hugo-PC-Spiel bekommen. Ich glaube, das werde ich dann auch mal irgendwann let's playen. Oh, das wäre cool. Ich weiß nicht, was man da... hat man da wirklich Geld bekommen? Das waren Kinder! Ich weiß es nicht. Oder war es nur für die Ehre und man ist in so eine Highscore-Liste gekommen? Ja, damit könnte man Kinder eigentlich auch schon glücklich machen. Ich schaue nachher mal bei YouTube, ob ich noch irgendwas finde von damals. Also wenn das mal jemand aufgenommen hat auf seinem Videorekorder damals. Ja. Ach ja. Oder natürlich mit einer... womit filmt man sowas dann ab? Was für Kameras gab's da? Polaroid, ich weiß nicht. Genau, alles noch als so Fotoserien. So Stop-Motion-mäßig. Ach ja, wir könnten jetzt irgendwelche Begriffe verwenden, die es in der damaligen Zeit gab, aber mir fällt gerade nichts ein. Was war denn so typisch 90er? Und? Hä? Und? Hat man ganz oft gesagt damals. Bunt? Und? Und? Was? Das sagt man noch heute noch oft, aber damals auch. Oh Mann, jetzt hast du mich voll aus dem Konzept gebracht. Du bist doof. Ja, komm.
Ich weiß nicht, mir fällt auch nichts typisch 90er-iges ein. Dufte und Knufte war ein bisschen früher, ne? Knorke sagt mir was, aber Knufte... Ich glaube, das habe ich gerade so erfunden. Okay, dann ist das typisch 2016. Ist auf jeden Fall ein knufftes Wort. Benutze ich jetzt. Hast du davon. Außer natürlich, du hast es urheberrechtlich geschützt. Bis jetzt nicht. Lass dir den Vortritt. Okay, ah! Das habe ich nicht mehr geschafft. Moment, ich habe nur noch ein Leben. Läuft ja top. Ja, ich sehe schon. Oh, und jetzt habe ich kein Leben mehr. Ich tue mir ganz schwer mit dieser Simulation von dreidimensionalem Raum auf dem Gameboy. Man kann das so schlecht einschätzen, wie weit das weg sein soll. Ja, weißt du, wo man dieses, in was man dieses Spiel spielen müsste? In Virtual Reality. Oh ja. So, oh Gott, oh, das ist auch blöd. An das erinnere ich mich, glaube ich, noch. Das ist richtig eklig. Weil die gehen einfach weg, die Dinger. Ah, Nummer 1. Okay. So, weißt du, damals, da habe ich mir noch... Also, da, man muss sich ja hier was merken. Oh Gott. Muss man? Ja. Ach, das hast du gar nicht, oder? Scheibenkleister. Ich hab auf dich gezählt. Dass auf ich mich? Hier die. Ja, dass ich hier spiele und du merkst dir die Zeichen. Welche Zeichen? Welche Zeichen? Na, die Zeichen der Zeit. Die hab ich gemerkt. Heute nach dem Aufstehen wieder. Ja, ja. Oh oh. Scheibenkleister, was? Das schaffe ich deine nicht Zeit mehr. Zeit läuft ab. Das sind die Zeichen der Zeit, mein Lieber. Die Zeichen der ablaufenden... Oh! Ich hab's geschafft. So, was war das Erste? Ich hab keine Ahnung. Ich hab nie aufgepasst. Ich weiß wirklich nicht. Ich nehm wieder das Erste. Wow! Ich hab sie mir übrigens alle gemerkt. Aber witzig, dass es überall das Erste war. Puh! Okay, wir haben ein Level geschafft von 4. Waldlevel. Jetzt zeige ich dir, wie das richtig geht hier. Jo. Lol. Ja, es geht, ne? Hep. Und Hep. Unten! Oh! Das ist voll gemein. Das hätte ich jetzt gar nicht gesehen. Und hopp. Und nochmal unten. So, eigentlich wollte ich dieses Let's Playchen ja für was anderes. Oh, nö. Boah, da ist es schon wieder. Ich wollte es für was anderes nutzen und zwar dafür, um mal ein bisschen Aufklärung zu verbreiten. Und zwar, Bienchen, Blümchen, nein. Nein, was ich eigentlich machen wollte, ich wollte ein bisschen erklären, ja, was ist denn eigentlich passiert in der letzten Zeit? Und mich würde mal interessieren, also, was ist eigentlich bei dir so passiert? Ja. Oh, Donald Trump ist Präsident. Ja, und ich bin sein Stabschef. Was macht man so als Stabschef? Ja, schau an, was mit Donald Trump abgeht, dann weißt du's. Och Mann! Hey! Ja! Oh, das war ein fieser Startpunkt. Ja, und das auch, das ist alles fies. Wie viele sind denn das? 30, ne? Ist irgendwo ein Timer? Ein Counter? Nee. Kacke. Nicht, dass das jedes Mal wieder bei Null startet. Nee, tut's nicht. Aber die Punktezahlen, da kann man zumindest ein bisschen was dran ablesen. Oh, Ende. Ja. Nummer 2 geschafft. Und wir haben gerade mal, wir haben noch Leben. So, jetzt darf ich wieder Snowboard-Level machen. Ach du Schande. Ich hasse das. Also wirklich viel Variation scheint es nicht zu geben. Wenn jetzt schon wieder Snowboard kommt. Ja, es gibt wirklich hier nur 4 Minispielchen. Und die in unterschiedlicher Anordnung. Und hepp. Damals, ich weiß noch, damals gab es irgendwas mit so einem Teich, wo dann Fische, wo man dann den Piranhas ausweichen musste oder so. Ja, genau, das kommt hier auch noch. Ah, freu mich drauf. Ja, da muss man dann nämlich auch Luft holen. Ab und zu mal. Glaube ich. Bam! Ja, das war was.
Musst du den einfach einmal treffen? Ja, nur einmal. Aber dafür springt er und das Fadenkreuz wackelt. Ah. Läuft. Also bisher, ja, es ist schön. So, was ist denn jetzt aber eigentlich in letzter Zeit wirklich passiert hier? Und zwar, ich wohne nicht mehr in einem kleinen Kaff in Brandenburg, mitten in Brandenburg, sondern ich wohne in einem großen Kaff. In einem großen Kaff mitten in Brandenburg und ich würde euch ja gern raten lassen, welches es ist. Aber ich sag's euch einfach. Es fängt mit einem B Potsdam. An. Genau, Potsdam. B. Baby Potsdam. Ja, Potsdam. Nee. Nee, es ist tatsächlich so ein Örtchen für sich. Es ist Berlin. Ich bin jetzt kein John F. Kennedy. Der den Satz geprägt hat, ich bin ein Krapfen. Was? Ich bin ein Krapfen? Ja, den naja, Satz, den habe ich von ihm schon zigmal gehört. Auch persönlich? Ja. Nee, und ja, was soll ich jetzt groß noch erzählen dazu? Die letzten Monate waren dementsprechend ein bisschen stressiger, weil... Das gibt's nicht. Weil ich musste hier erstmal mich zu Hause fühlen und im Hintergrund bei meiner Cam sieht man auch, es klappt. Das ist aber auch das Einzige, was schon aufgeräumt ist. Alles andere steht noch voller Umzugskartons. Nein, nein. Es ist wirklich alles hergerichtet, alles geregelt. Aber ich glaube, ich gehe hier wieder Game Over. Nee, und außerdem, die Küche sieht auch jetzt ganz schön aus. Vorher war hier ja wirklich ziemlich Unordnung. Aber ist alles jetzt hübsch. Und wohnlich und so. Und ich habe hier auch noch was in meinem Zimmer stehen. Das kann ich gerade nicht zeigen, weil ich am Spielen bin. Du weißt, was ich meine, oder? Deine Mitbewohnerin. Oh, ach so, ja, ich habe übrigens auch eine Mitbewohnerin. Sie kommt. Die habe ich hier im Zimmer stehen, die ganze Zeit. Na, warte mal, bis die mir bei Videos hilft. Ich habe da schon Pläne. Ich würde ja gerne in Virtual Reality einsteigen und da brauche ich noch jemanden, der außen eine Kamera hält. Und da hat sie sich schon angeboten für. Aber was wollte ich denn eigentlich sagen? Ach so, ja, nein, ich habe was anderes noch hier. Und ja, meine Mitbewohnerin kommt ursprünglich aus España. Oh! Das ist in der Nähe von Kiel, ne? Nein! Wie auch immer du darauf kommst. Weiß nicht. Oh Mann, ich glaube, ich schaff das hier nicht. Lass dich einfach nicht von mir ablenken. Ich lass mich einfach nicht von den Bällen da treffen. Das muss reichen. Nee, du solltest auch noch diesen Häusern ausweichen, oder was das ist. Ah, Mist. Im dritten Spiel Game Over, ich fass es nicht. Ich wollte hier eigentlich nicht länger als eine halbe Stunde dran sitzen, aber wir haben ja dafür noch 12 Minuten. Das sollte klappen. So, was sagen die, was sagt der Schwierigkeitsgrad? Okay, ist immer noch schwer. Ja, und dementsprechend, also, weil ich jetzt die Gelegenheit habe, ja, das ist das Schwimmerlevel. Das ist Schwimmen, ja, genau. Ja. Weil ich die Gelegenheit habe. Was ich sagen wollte, weil ich die Gelegenheit jetzt habe, lerne ich tatsächlich ein bisschen Spanisch. Guck mal, wie der Fisch, ja. Guck mal, wie der guckt. Einer. Ach, da guckt er schon wieder. Auf Spanisch? Wir können das Ganze auch gerne jetzt auf Spanisch machen. Oh, nee. Wie denn? Kannst du das? Nö. Ich hatte mal ein Jahr in der Schule, aber das war wirklich nur eines und das war vor 15 Jahren oder so. Oh, wei. Was, als ich in der Grundschule war. Ja. Spanisch in der Grundschule. Nein. Oh, wie der guckt. Ich bin in der Grundschule. Ein bisschen älter bin ich schon. Ah. Bin jetzt immerhin schon... Ah! 21. Du bist jetzt schon 25. 21. Oh, 21. Ach so. Ich dachte, du bist älter als ich. Ich
bin auch älter als du, aber du bist. Ich bin. Zerstör halt die Illusion. Nein, in Wirklichkeit bin ich immer noch 18. Wie zu der Zeit, als ich hier angefangen habe. Oh Gott, wenn man sich das mal überlegt, wie lange das her ist. Wie viele Jahre sind das denn jetzt? Ja? Das merke ich immer wieder. Das merke ich jetzt daran, dass wahrscheinlich alle, die zuschauen, keine Ahnung haben, was das hier überhaupt ist. Das ist Hugo. Mich würde mal interessieren. Schreibt mal bitte alle in die Kommentare, wer da noch was mit anfangen kann und das auch damals live im Fernsehen gesehen hat. Richtig, danke schön. Das würde mich mal interessieren. Ja, das mich auch. Guckst du dir die Kommentare überhaupt an? Man müsste Kommentare weiterleiten können. Das wäre schön für YouTube. Aber nein, stattdessen kommen so Sachen wie Livestreaming und anderer Kram, den man nicht braucht. Obwohl, Livestreaming würde ich gerne eigentlich auch mal ausprobieren. Dann muss ich wenigstens nicht... Ach, da, fertig einfach schon. Dann müsste ich nicht mehr die Videos zusammenschneiden, sondern live streame sie nur noch und unterbreche den dann immer mal kurz. Oh, ist das gemein. Hey, wie soll ich denn hier weiterkommen? Oh. Da ist Nummer 1. Ich will es. Bruce Willis. Hast du dir gemerkt, was es war? Das tauchte mal unten rechts kurz auf. Ja, so ein Apfel. Danke, dass du dir den Apfel gemerkt hast. So, und höpp. Ein Hut oder eine Glocke? Ah, oder so? Genau als ich springe. Wie gemein. Oder war es eine Geldbörse? Sah aus wie so eine Sherlock Holmes Mütze oder so. Ah. Ja, wie ist denn das jetzt eigentlich? Kommt dann der Letzte auch noch irgendwann? Ah, da. Oder ist das überhaupt der Letzte? Kann sein, dass nochmal anfängt, ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Noten. Oh Mann. Oh! Das ist gefährlich hier. So, und? Okay, also das erste war Apfel. Hut? Das zweite war der Hut und dann? Die Note. Ach, das war die Note, okay. Gut, dass du mir das noch gesagt hast. Ich wusste es nicht mehr. Wäre schlimm, wenn ihr nochmal von vorne anfängt. Bloß nicht. Waldlevel 30. Säcke. Und für sowas haben wir früher 100 Mark ausgegeben. Ja, tatsächlich. Also, weißt du noch, was Pokémon gekostet hat? Ich weiß noch, die silberne Edition, die habe ich mir gleich zum Release geholt. Und das waren eigentlich, sollten es 80 D-Mark sein. Und der Vollidiot in dem Laden, der mir das verkauft hat, der hat gleich mal 90 draus gemacht. Dann muss ich nochmal nach Hause rennen, muss ich nochmal sagen, kann ich nochmal 10 Mark haben. Was? Ja, aber stimmt, die Gameboy-Spiele waren ein bisschen günstiger als Super Nintendo und... Aber ich weiß, ich hatte mir auch mal geholt Pokémon Stadium 2 und das war auch noch ohne dieses Gameboy-Pack. Das war 120 Mark. Wie viel? 120. Ja, das war nicht unüblich. Es war auch... Oh, ich erinnere mich daran, ich wollte als Kind immer ein bestimmtes Power Ranger-Spiel haben. Das gab es bei uns früher immer im Kaufhof. Das hing da. Und da wollten wir wirklich 150 Mark dafür. Boah. Also für SNES. Boah, Alter. Wenn man überlegt, heute kosten Spiele jetzt inflationsbereinigt wahrscheinlich sogar weniger. Ja, ich glaube auch, dass es günstiger geworden ist. Es wurde dann wieder teurer dadurch, dass jetzt alles wieder... Ja. DLC gibt es ja auch noch zur Not. Oder auch Special Editions dann wieder verteuert wird, aber so grundsätzlich ist schon, glaube ich, ein bisschen günstiger geworden. Ja. Naja gut, heutzutage hat man halt nur noch ein halbes Spiel. Ja. Das kommt schon irgendwie wieder rein. Würde ich sagen. Ich glaube auch. So, und... jetzt diesmal. Auf der anderen Seite, was früher nicht so war, die Spiele blieben ja immer gleich teuer. Da war ja selten überhaupt mal was im Angebot, aber heutzutage kriegst du es ja nach 4 Monaten dann schon für 20 Euro hinterhergeschmissen. Richtig. Aber also so ändern sich die Zeiten. So, wir sind schon im vierten Minispiel. Moment, ach, oder? Liebe Güte, schon wieder Snowboard. Sind wir wirklich im vierten? Ja klar, wir hatten als erstes die Fische, ne? Ja, dann hatten wir die Höhle und jetzt den Wald. Krasse Sache. Okay, jetzt muss ich also nur noch... Verkackst du's wieder. Nö, ich hab 3 Leben. Das verhau ich nicht. Ich werd mich hüten.
Ich habe nicht Lust, nochmal das Ganze zu machen. Ich meine, eine halbe Stunde könnte ich gerade noch schaffen. Vor halbe allem, Stunde für einen Hauch von Nostalgie ist okay, aber mehr auch bitte nicht. Ja, genau. Obwohl, es kommt drauf an, welcher Hauch. Also ich meine, Mario Six Golden Coins zum Beispiel. Ja, das könnte ich auch. Da ist aber auch das Spiel besser. Ja. Da hast du allerdings recht. Wobei, das erste Super Mario für einen Game Boy fand ich jetzt nicht so toll. Hey, das hatte mir zu viel ergeben. Überhaupt. Hä? Was das war mein das? Erstes Videospiel überhaupt. Das, oh weia. Oh weia. Mein erstes war, also eins meiner ersten, weil wir hatten ja da ein NES nicht. Bei uns damals. Das war Super Mario Bros. 3. Das war definitiv mehr Qualität. Das ist sogar immer noch heute eins der besten 2D-Marios. Möchte ich meinen. Und alleine wegen dem Panzerlevel. Mhm. Ich glaube, die letzte Welt, die habe ich tatsächlich erst, oh Gott, weit über die 10 Jahre, wenn nicht sogar, ja, weiß ich nicht, so mit 17, 18 gesehen. Erst ganz spät. Oder vielleicht mit 16, als ich es mal zwischendurch mal gespielt habe. Ich weiß nicht, ob ich das zwischendrin mal in meinem Leben, bevor ich mit dem Let's Playen angefangen habe. Ah, komm schon! Ah, sonst hätte der mich gleich abgeworfen. Ich hätte der macht ja nicht Lust. Nichts. Hm? Du hättest Lust? Oh, ich auch. Machen wir gleich Schätzchen. ich hätte total Lust, mal meinen alten Sega anzuschließen. Aber ehrlich gesagt, der hat so seltsame Anschlüsse, ich weiß gar nicht, wie ich den an meinen Fernseher anschließen soll. Da brauche ich wahrscheinlich 1000 Adapter und sowas. Wer weiß, also ich denke, manche Konsolen damals wurden doch einfach über den Kabelanschluss angeschlossen, oder? Ja, der hatte so einen komischen einzelnen runden Stecker, der so... So ein Loch in der Mitte hatte? Ja, so für die Antennenbuchse oder, nee, nicht oder so wie das hieß. Ja, naja, nee, ja, also ich möchte meinen, also wenn es so ist wie beim NES und SNES, Mann, endlich habe ich den. Dann ist es wohl dieser Stecker, wo du den Kabelanschluss reinmachst. Kann gut sein, ja. Ja, das wäre doch gut. Hat man sowas am modernen Fernsehen? Also ich habe natürlich sowas hat man immer noch. Ja, Koaxialkabel gibt's immer noch und wird teilweise sogar für Internet benutzt. Oh, ich könnte. Also dann werde ich mich morgen mal dran machen und den auskramen und mal anschließen und schauen, ob das funktioniert überhaupt. Ich denke, es wird funktionieren. Also das einzige, was so ein bisschen aussterben könnte, wäre vielleicht SCART. Ich glaube, das hat schon nicht mehr jeder Fernseher. Und meiner das ist so das, was mittendrin war. Um ehrlich zu sein. So, diesmal die richtige Seite. Ich habe neulich mal mein N64 wieder angeschlossen. Oh. Ich weiß noch, wie wir damals an deinem Fernseher... wie war das nochmal? Wie wir Mega Man 10... Das ist ja auch schon Jahre her. Wo ich dir die Trophäe geholt habe mit Mr. Perfect. Ich erinnere mich, ja. Oh, Hexenendspiel. So, jetzt kommt nämlich, ja, der Endgegner in diesem Spiel. Und zwar der sogenannte Hugo Boss. Kinder. Ja, wir machen überhaupt keine Schleichwerbung. Nein, wir machen keine Schleichwerbung. Wir machen direkte Werbung. Kauf den Scheiß. Oh Mann, warum habe ich so ein Zeug überhaupt? Ja, wie auch immer. Okay, ups. Ich brauche hier diesen Schlüssel. Ach so, oh nein. Oh, das ist böse. Dass Hexana so cool animiert ist? Nee. Das ist wirklich beeindruckend. Bumm. Ich muss mir merken, wo... Ach so. Okay, ich mach das so wie damals. Ohne Scheiß. Ohne Quatsch. Malst du die jetzt mit dem Edding auf dem Bildschirm? Nein, ich mal mir nicht mit einem Edding auf dem Bildschirm, aber ich mache mir dieses Raster. Bildschirm. Ich mache mir dieses, wie viele Kästchen sind das? Das müssten 6x6 sein. Oh Gott. Ja. Okay, 6x6. Das ist ja auch nicht viel. Das ist ja nicht mal ein Schachbrett.
Eins, Ja. zwei, Ein Schachbrett hat 7 mal drei, 7. vier, fünf. Ja, ich cheate gerade übrigens. Keine Reaktion. Wurscht. Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, jetzt noch so rum, das Ganze. Ich habe das damals wirklich genau so gemacht. Ich weiß das noch, als wäre es gestern gewesen. So, und dann habe ich mir das nämlich markiert. Mist. Jetzt habe ich auch schon einen falschen gesetzt. Okay. Gut, dann, so sieht das momentan aus. Ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt sieht. Wo ist Ich denn sehe nur überhaupt weiß. was da? Ja, Moment, ich versuche mal. Hier sehe ich nichts. Man sieht echt nix. Na toll. Du hättest doch ein Edding nehmen Ich sollen. kann das auch in Paint malen. Hey, das ist Stimmt. eine Idee. Ja, Naja, aber ach, Paint wird ja nicht übertragen. ja. Das kannst du ja genauso wenig zeigen. Du kannst es Na höchstens doch, nachher noch doch, doch, einblenden. doch, doch, ich blend's mal kurz ein. So, das hätten wir. Das ist weiß gerade. Na okay, dann machen wir hier auch mal Striche. Gerade, wenn es geht. Bup. Oh Gott. Bup. So, jetzt so tun, als ob das gerade wäre. Naja, Hauptsache es kommen am Ende sechs Reihen, Spalten, Sachen raus. Wir könnten auch Excel dafür verwenden. Um Gottes Willen. Wieso nicht? Ich weiß So, nicht, ob das ich noch sind mit Excel umgehen kann. mit Excel Rose oder Excel Stein. Oh, Junge. Oh Mann. Schulz. Axel Schulz, genau, warum ich nicht auf den gekommen bin. 1, 2, Oder 3, noch 4, besser. 5. Von Hugo Boss, neu, Excel Spray. Okay, das ist jetzt ein bisschen, die Striche sind ein bisschen zu lang. Naja, gut, sind wir mal nicht so, kürzen wir mal. So, damit es schön aussieht. Wir wollen ja hier Qualitätsarbeit machen. Huch! Ach Mann. Ich frage mich, ob es das überhaupt wert ist. Natürlich nicht. Ich habe ja nur noch ein Leben, oder? Oh. Keine Ahnung. Mein Dings rutscht ab. Von was? Oh Mann, jetzt habe ich mich schon wieder. Ist mir doch egal. Weg damit. Ich habe eine ganz unruhige Hand gerade. Zum Ist sie Glück auch? bist du nicht in meiner Nähe. Oh, nein. So, jetzt haben wir zumindest schon mal dieses schöne Ding da. Was hast du gemacht? Ich habe vergrößert. Und verschoben vor allem. Das hat mich gerade irritiert. Genau. So, und das erste, wo wir was eintragen können, ist hier. Nein. Doch. Doch. Stimmt. Tada! So, Weiter. okay. Okay, welcher war das Cheater, jetzt? Das hey. war Zweiten von der? unten, genau der. Ja. Der Oh. direkt nebendran. Ja. Also zwei Zack. daneben. Ja. Schießt sie permanent oder pro Sprung? Ich glaube, sie schießt permanent. Also wenn ich mich nicht beeile, dann ist bald alles rot. Aber wenn das random ist, ja, hat die ruckzuck den Weg verbaut. Ja. Weil, ich meine, ja gut, schauen wir mal. Oh, da weiß man noch nicht. Boah. Okay, die beiden, die kann ich noch nachtragen. Zack, zack. Ach du Schande. Na, stell dir mal vor, Ja, jetzt würde sie mir glatt. Soll ich zwei zurück? Und würde da ich. versuchen, ranzukommen? Oh. Welcher ist Uiuiuiui. es? Neben Oioioioioioioi. dem. Genau da. Ach du Schande. Ey, das ist ja fast gar nicht mehr. Also wenn die irgendwo Das ist gutes was. Game Design. Es sei denn, da ist noch ein Schema dahinter und sie lässt ihren Weg frei. Na, ich hoffe doch. Wir lassen den Weg frei. Oh, war ja. Da wird's auch knapp.
Mhm. Ah! Und jetzt ist auch schon vorbei. Game over. Na, du könntest theoretisch nach unten rum. Das geht gar nicht. Da müssten sie hinter mir den ganzen Weg wegballern. Probieren. Weil was bleibt dir übrig? Oh Gott. Noch ist alles gut? Es muss nur irgendwo... Noch ist alles gut? Okay, den einen, den muss ich jetzt nur wirklich nicht mehr da... So. Huch. Noch ist alles gut. Okay, jetzt also jetzt im Grunde... Im Grunde gibt's nur noch einen Weg, wenn sie mir da irgendwas versperren würde. Ja, du musst dir auch nichts mehr einzeichnen jetzt dann eigentlich. Nee, nee. Okay, wir haben das Spiel gewonnen. Kein Bock mehr, das nochmal zu sehen. Nee, echt nicht. Kinder. Das ist ja gemein. Wie also doch, das... random. Ja. Oh, wie böse. Jetzt weißt du auch, warum früher nie jemand gewonnen hat bei diesem Spiel. Na, ehrlich gesagt, auf dem normalen Schwierigkeitsgrad habe ich es immer ganz gut hinbekommen. Es ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich das auf schwer gespielt habe. Aber ich, würde eher sagen, okay, es ist nicht unmöglich, aber ich will es jetzt nicht unbedingt drauf ankommen lassen. Nee, ehrlich nicht. Es muss nicht sein. So, ja. Dann können wir ja wenigstens noch um 2-3 Minütchen oder so drüber quatschen, was hat sich denn jetzt alles verändert in letzter Zeit? Hm. Deine Haarfrisur. Meine Frisur, ja, richtig. Ist tatsächlich etwas anders geworden. Auf jeden Fall zum Besseren, wie ich finde. Oh, danke schön. Aber das sagen mir so viele, ich hasse das, ehrlich gesagt, das zu hören. Ja, aber wie man es macht, ist falsch. Oh, das ist aber schön, gell? Ich sah vorher scheiße aus. Oh, das früher war aber besser. Ach, Mano. Nö, wieso? Ich... Das vorher war besser. Obwohl, ja, ja, okay, es ist so... Ja, dann sagt man halt, okay... Das ist genauso gut wie vorher, kann... nur anders. Klingt so wie... Er traut sich nicht zu sagen, was er findet. Okay, im Grunde hast du recht. Ja, wie man sagt, ist es falsch. Ach, übrigens. Es ist ja nicht so, als gäbe es. Na? Jetzt habe ich Angst. Oh nein. Was? 2,5? Ja. Da ist tatsächlich mehr drin. So, aber warum, was muss ich bei meinem Emulator einstellen, damit man hier ein... Ah. Achso, das ist, als ob es gespielt würde auf einem normalen Gameboy. Aber ich will es auf einem Gameboy Color. Aber irgendwie ändert sich da nichts. Ich sehe keinen Unterschied. Nein, ich dachte, ein Gameboy Color hat Farben oder sowas. Hm. Das sind die Gameboy Colors, aber das ist nicht Gameboy Color. Ja. Es ist doch ein Gameboy Color Spiel. Na egal. Naja, es ist ja auch bunt. So, das ist jetzt übrigens so an sich das gleiche Spiel. Das hat nur, glaube ich, ein oder zwei. Und gucken wir doch mal. 1, 2, 3, 4. Wow, eins es hat mehr. Eins mehr. Okay, dann zeigen wir das doch wenigstens noch. Ui. Boah, das erinnere ich mich gar nicht. Und das hat nicht mal eine neue Musik. Nö. Wahnsinn. Was sind denn das Bullet Bills an an bouncenden Fallschirm? Ich bin ja immerhin bouncing, froh, dass bouncing Bills. Wenn es schon nur ein Lied im Spiel gibt, das ist wenigstens nicht so schlecht. Es liebt sich nicht alle 5, sondern nur alle 15 Sekunden. Tschu. Okay, boah! Hey, solche Wolken habe ich in meinem. Ja. Solche Wolken habe ich in meinem Gravity Falls Spielchen auch mit drin. Ach du liebe Güte, das gab's ja auch mal. Ja. Ja, hat sich leider nicht weiterentwickelt bisher. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass ich so bis Weihnachten das nächste Level fertig bekomme, aber das ist dann doch irgendwie wieder in der Ecke gelandet. Und ehrlich gesagt, ich scheue mich momentan vor größeren Projekten, wo ich viel Arbeit habe. Ich möchte erstmal überhaupt wieder in das Ganze reinkommen. Also, in die ganze YouTube-Sache. Ja, ich verstehe schon. Ja, ja. Ne? Ach, ja, genau.
Was ich eben noch sagen wollte. Moment, ja? Kann ich hier sterben? Ja. Ah, okay, hier kann man auch Game Over gehen. Gut, was ich nämlich sagen wollte, ja. Ja. Also, ich... was sich ja geändert hatte, was wir vorhin schon angesprochen haben, ich bin jetzt Berliner. Und ja, vorher konnte ich auch schon Berlinern. Wie dem auch sei, ich würde gerne mal wissen, wie viele von den Zuschauern, die hier so zuschauen, oder von mir aus auch von denen, die nicht so zuschauen und, weiß ich nicht, das zufällig gerade hören, oder an sich rangetragen bekommen von anderen Leuten, auch aus Berlin kommen, weil an sich ja bei 3 Millionen Einwohnern ungefähr und dann sagen wir mal noch ein paar tausend drumrum. Hochgerechnet statistisch auf zumindest mal einer deiner 20 Zuschauer aus Berlin kommt. Richtig. Das würde mich mal wirklich interessieren, so. Ja. Dann würde mich interessieren, ich weiß, wer kommt denn aus Regensburg? Nicht, dass ich daher wäre, es interessiert mich nicht. Ja, oder Hamburg, das wäre auch mal interessant. Yeah. Na, oder aus, warte mal, Bad Aibling. Nee, oder was gibt's denn für einen Ort, den jetzt, wer ist aus Fucking in Österreich? Wahrscheinlich keiner. Das denke ich auch. Aber da werden halt jetzt alle hinwollen. Ja, natürlich. Weil die denken, da gibt es einen Ort in Österreich, der so geschrieben wird wie das englische Wort fucking. Und es ist auch so. Oder aus Uppsala, das gibt's in Schweden. Wenn ich mich nicht irre. Nee, weiß ich nicht, aber geben tut's das. Ja. Jetzt muss ich nochmal meine Gedanken sammeln. Ach so, ja, ich habe heute tatsächlich drüber nachgedacht. Jetzt wohne ich ja in... Falls das noch so ist, oh mein Gott, ich habe wirklich lange nicht mehr, Falls das noch so ist, wohnst du nicht mehr in Berlin? Nein, es ist so, ich habe ja überhaupt erst hier angefangen, weil ich bin auf Let's Plays gekommen durch einen gewissen Let's Player namens Funk Royal, der tatsächlich Berliner war und hoffentlich noch ist. Das ist das, was ich meinte. Falls jemand da was weiß, bitte in die Kommentare schreiben, weil es wäre unwahrscheinlich, dass ich mit dem Typen irgendwas zu tun hätte, aber es ist schön zu wissen, dass man in derselben Stadt wohnt. Ja, bei Berlin zufällig ist das nicht so schwer. Ja, richtig. So, ich habe noch nicht gezeigt, was ich zeigen wollte, ne? Ich weiß ja nicht, was du zeigen willst, du sagst ja nur die ganze Zeit. Ich will meine lange Stange zeigen. Um Gottes Willen. Nicht die. Natürlich nicht die. Kennst du mich doch. Und zwar, ja. Die kenn ich, ja. und zwar habe ich natürlich ganz nach meinen Vorstellungen mein Zimmer hier gestaltet. Es ist nämlich eigentlich ein... Ups. Na, was haben wir da? Da hinten ist meine Violette. Und ein ungemachtes Bett. Deine Frau. Eine Violine. Du hast eine Violine? Cool. Warum? Eine elektrische. Kannst du spielen? Nö. Ich wollte mal. Das sind eigentlich jetzt so 60, 70 Euro gewesen oder sowas. Ach, das geht ja. Cool. Ja. So, da hier drüben, das sieht man gerade nicht durch den Vorhang, hängt noch meine zweite Gitarre. Als ich hierher gezogen bin, beziehungsweise nein, meine erste Gitarre und meine zweite hängt da drüben, hinter mir. So. Und zwischendrin haben wir hier dieses komische Ding. Eine Lampe. Und ja, dieses Teil funktioniert tatsächlich. Hast du gesehen, oder? Sah es schlimm aus? Nein. Ich möchte das jetzt wirklich nicht zeigen, aber ich übe tatsächlich, nennen wir es mal, sagen wir mal einfach etwas netteres Stangengymnastik. Mein Telefon. Das ist ein super Kraftsport und ich hoffe, ihr verurteilt mich nicht dafür. Danke. Außerdem die Idee, das Ding hier anzuschaffen, war eher eine Inspiration von meiner... Ja, ich erkläre das so lange. Und zwar, die Idee, das Teil anzuschaffen, war tatsächlich eher so eine Inspiration von meiner Mitbewohnerin.
aber das lassen wir jetzt erstmal. So, ja, das ist soweit. Ich bin wieder auf YouTube. Das ist eigentlich alles, was man hätte sagen müssen. Und ich fange mal das Spiel an, bis Mark wieder da ist. Und wenn er dann wieder da ist, dann reicht's auch für heute. Und hepp, und hepp, und hepp. Es ist wirklich genau das Gleiche. Oder ist es dasselbe? Wenn hier irgendwo ein Pixel anders ist als in dem anderen Spiel, dann ist es nur noch das Gleiche. Und nicht dasselbe. Und hopp. Ein Tambourin oder sowas. Ich glaube, das ist ein Tambourin. Und hopp. Das will ich haben, das will ich haben, ich will es. Ja, ich hab es. Okay, hier ist wieder... Ah, jetzt haben wir ein Herz, okay. Ein Herz für Inder. Indertat. Das ging ja flott. Okay, jetzt muss nur noch irgendwo Pokal Nummer 3 kommen. Aber das ging wirklich jetzt zu schnell. Stimmt's? Ich hab da was knacken hören. Ich dachte, das kam von Mark. Ah! Komm schon und ja. So, bist du wieder da? Hör ich dich wieder? Hallo? Jetzt höre ich wieder. Seltsam. Und als letztes eine Angel. Eine Triangel. Ja, was passiert gerade? Ja. Ja. Hallo? 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 Wir spielen jetzt ja schon wieder. Okay. Ach so, naja, nee, hörst du mich noch? Halter. Halter? Ja. Hallo? Hallo? Hörst du mich überhaupt? Ja. Okay, warum kam es mir so vor, als ob du mich nicht hörst? Ich hab dich die ganze Zeit gehört. Also ich hab dich zwischendurch nicht gehört, das ist richtig. Okay. Nein, ich hab das nur angefangen. Ich wollte jetzt eigentlich aufhören, wo du wieder da bist. Und das okay. Mache ich jetzt auch. So. Sehr schön. Ja, gut. Ich habe soweit alles erklärt. Es gibt nichts mehr Wichtiges zu sagen. Außer natürlich, du möchtest noch irgendwas. Ich wollte noch das Feld einfärben, in dem du getroffen wurdest. Das war aber, glaube ich, das hier. Entschuldige. Aber welches irgendwie funktioniert es nicht. Ah. So. Ich frag mich, ob in irgendeiner von ganz vielen, weiß ich nicht, von ganz vielen Möglichkeiten es passieren könnte und dass das nicht durch irgendwelche Entwickler, Programmierer, Intelligenzen verhindert wurde, dass Hexana mit ihren Blitzen dort, weiß ich nicht, irgendwelche Zeichen in dieses Feld malen kann. Da hat sich kein Mensch Gedanken gemacht. Im Leben nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Das kann auf jeden Fall passieren. Ja, ich denke auch. Also durch Zufall dann? Ja, durch das Infinite Monkey Theorem. Also, genau das. Ja, das, also das sozusagen bei zufallsbasierten Sachen jede Möglichkeit, die vorstellbar ist, nach einer unbestimmten Zeit auf jeden Fall passieren wird. Ja. Ja. Gut, das war's dann auch schon. Damit lassen wir dann jeden jetzt, weiß ich nicht. In Frieden. Mit dem Frieden, Geschmack. Genau. Nee, aber gibt's noch bei dir irgendwas, was du erzählen möchtest? Sonst würde ich jetzt sagen... Ich hätte noch eine Anregung. Ja? Ich habe ein Spiel, das du unbedingt Let's Playen musst. Welches? Weil ich nämlich immer denke, Mensch, keiner hat das wirklich mal konsequent gemacht. Es wäre mal an der Zeit. Superman 64. Nee. Vergiss es. Ich fände das super. Ich nicht. Ich suche seit Jahren immer mal wieder, ob es jemand Let's Played hat. Viele fangen an, aber alle hören nach der Hälfte auf. Das frustriert mich. Ja. Ich habe keins gefunden, das wirklich bis zum Ende geht, im Hard Mode. Und du würdest dir das wirklich anschauen? Ja. Das würde ich mir auf jeden Fall anschauen.
Gut, ich würde die Ringparts überspringen, aber den Rest. Ich habe mir das ja sogar gekauft. Ich habe es ja sogar hier. Original-Cartridge. Was bekäme ich dafür? Anerkennung. Ein paar Klicks vielleicht, ich weiß nicht. Oh Mann. Ich denk mal drüber nach. Ganz lange. Deswegen wollte ich das jetzt auch noch in der Aufnahme schnell sagen, aber du kannst es ja wieder rausschneiden. Erinner mich morgen nochmal dran, wenn wir Phoenix Wright Leighton vs. Ace Attorney aufnehmen. Was? Es rauszuschneiden? Nein. Erinner mich dran, dass ich Superman 64 spielen soll. Ich werde es dir bei jeder Gelegenheit sagen, ab jetzt. Ich habe es ja auch mal angefangen, ich hatte dann aber auch nach der Hälfte keinen Bock mehr. Oh, toll. Wie lang ist denn das Spiel? Ich glaube, es sind 12 Level, davon sind 6 Ringe und 6 schlechte Indoor-Level sozusagen. Okay. 12 oder 14, bin ich sicher. Okay, wie gesagt, ich überleg's mir. Oh Gott. Wenn das Stunden dauert, dann würde ich auch nach der Hälfte aufhören. Ja, ein paar Stunden schon, nehme ich an. Es sei denn, man glitscht sich durch, dann könnte es schneller gehen. Nein, das kann ich gar nicht. Nein, ich mache das blind. Okay. Okay, so, das war's jetzt wirklich. Wir haben die ganze Zeit gequatscht und wir haben jetzt, glaube ich, bloß die Hälfte von dem Video jetzt insgesamt gespielt. Aber wir wollten noch nur eine halbe Stunde, insoweit passt das. Ja, okay, also dann, das war ja auch eher ein Update und, sollte ein Mini-Let's Play sein. Gut, passt. Dann reicht's jetzt auch wirklich. Ich wüsste nicht mehr, was ich noch sagen sollte. Also, tschüss! Bye, bye. Tschüssi.